Ja, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial KiCad 5.0.2. Wir wollen uns heute mal an einen größeren Schaltplan wagen, aus dem dann auch eine Platine entstehen soll, wo ich auch alles weitere bis hin zum Gerber-File erzeugen zeigen möchte. Und dazu habe ich mich entschlossen, nehmen wir hier unsere Rotorsteuerung und das ist also dieser Schaltplan dazu. Und die fertige Platine soll dann so aussehen. Worum geht es in diesem Projekt? Das ist ein Projekt, was mit einer RS-485 Schnittstelle arbeitet. Das heißt, ich kann also diese Platine absetzen bis zu 1000 Meter vom Steuerrechner. Und ich kann hier über diese Platine, die dann entsteht, vier Relais schalten mit einem Arduino Nano und der entsprechenden Stromversorgung und der Schnittstelle. Die Schnittstelle wird hier sogar durchgeschleift mit der Spannung und dem Datenbus wird das durchgeschleift. So kann ich also auch eine weitere Platine noch anschließen. Dann haben wir hier den RS-485 Schnittstellenbaustein, die vier Relais, den Arduino Nano hier im rechten Bereich und hier unten dann die entsprechenden Ausgänge bzw. Eingänge, die hier über Pulldowns dann abgesichert sind. Ja, diese vier Ausgänge für die Relais haben hier einen Ausgangspin, der dann auf eine entsprechende Steckbuchse geführt wird und sind hiermit verbunden über sogenannte 0-Ohm-Widerstandsbrücken, die wir dann dazu nutzen können, um hier entweder vier einzelne Verbraucher schalten zu können oder zwei Verbraucher im Modus Rechts-Links-Lauf, wo man entsprechend dann die Masse und Plus entsprechend umschalten kann und hier also eine Umschaltung zwischen einem Rechts- und Linkslauf, zum Beispiel für einen Motor oder sowas, zu realisieren. Ja, weiterhin ist hier herausgeführt dann der Bus, ein SPI-Bus, der hier noch eventuell für weitere Module oder dergleichen genutzt werden kann, und es ist herausgeführt zweimal ein analoger Eingang A4 und A5 mit entsprechender Spannungsversorgung und Ground, um hier auch analoge Signale einschalten zu können. Das ist also, wie gesagt, das Ziel hier mal vorgestellt und das wollen wir jetzt mal angehen und dazu gleich mehr. Der nächste Schritt ist jetzt das Erstellen eines neuen Projektes. So fangt ihr dann an. Wir gehen hier auf neues Projekt erstellen aus einer Vorlage. Wir nutzen nicht die Benutzervorlage, sondern die Arduino Nano spezifische Vorlage, die mitgeliefert wird. Mit OK wählen wir aus. Wir gehen in unseren KiCad Ordner, nutzen hier den vorher angelegten Ordner Tutorial oder dann bei euch, wie ihr das entsprechend nennen wollt. Wir wählen diesen Ordner aus, gehen hier auf Überschreiben. Bei euch sollte natürlich kein Überschreiben kommen, das ist bei mir hier durch einen vorhergehenden Versuch. So, damit haben wir ein leeres Projekt. Wir öffnen unseren Schaltplan, leerer Schaltplan, hier oben in der Ecke der Arduino Nano aus der Vorlage. Und als erstes wollen wir mal hier die Bauteile positionieren und da benötigen wir als erstes mal die Relais HF49FD. Einmal, das positionieren wir hier. Mit der Taste C können wir kopieren, schieben das hier nach unten, ebenfalls mit C weiter nach unten kopieren. Das Ganze viermal. Ihr seht hier, ich habe hier das Fadenkreuz eingeschalten. Das hat den Vorteil, ich kann hier zum Beispiel meine Bauelemente sauber in einer Linie positionieren. Ich sehe das. Dann sehe ich auch hier unten, dass ich ein bisschen verrutscht bin. So, damit kann man also schön über den Schaltplan hier sauber in Linien positionieren. Das gilt dann auch für die Verdrahtung. Ein- und ausschalten durch das hier über diesen Button auf der linken Seite. Ja, als nächstes brauchen wir natürlich mit der Taste A als Bauelement den LM2596DC, unseren DC-Wandler. Den positionieren wir mal hier oben in der Ecke. Als nächstes dann die RS-485 Schnittstelle. Das ist ein fertiges Arduino-Board. Auch das positionieren wir mal hier drüben. Dann benötigen wir im nächsten Schritt
Einige Konnektoren, auch hier wieder die Taste A. Mit C komme ich auf die Konnektor, CON, kann ich hier auf die Konnektoren zugreifen. Wir brauchen hier viermal Mail, das Ganze zweimal. Und mit der Taste C wieder kopieren. Und ich kann es, ihr seht das jetzt hier schön sauber positionieren. Das ist dann unser Durchgangsschaltung. Das heißt, hier wird einmal, komme ich mit der Datenleitung und Spannungsversorgung an und kann hier mit einer Datenleitung und Spannungsversorgung weitergehen zu einer nächsten Platine. Der RS485 Bus lässt das ja entsprechend zu. Ja, und damit gehe ich jetzt hier mal in den Wire-Modus. Mit W, mit der Taste W komme ich in den Wire-Modus und wir wollen als erstes mal hier die Spannungsversorgung verbinden. Das, der Pin 1 an beiden Pins soll dann hier unser Plus sein und Pin 4 dann der Ground und das verbinden wir hier und als nächstes können wir dann schon hier weitermachen mit unserer RS485 Schnittstelle und da möchte ich euch das als erstes mal zeigen mit den Labels. Ich ziehe hier einfach mit Wire ein Stück nach draußen, Doppelklick lege ich ab. Das gleiche tue ich hier mit dem Pin 2 am Ausgang, auch den lege ich ab. Dann haben wir hier oben das gleiche Spiel nochmal. Und wir tun dies hier mit den Pins A und B, die ja unsere Datenleitungen für den RS485-Bus sind. So, jetzt vergeben wir hier ein Label. Das ist hier drüben Netzlabel hinzufügen, der Button. Wir tasten hier auf und ich möchte hier den Pin 2 nutzen als erstes. Und das nennen wir hier dann einfach A für dieses Netzlabel. Und ich kann jetzt hergehen mit der Taste C das Netzlabel wieder entsprechend kopieren und setze das hier, wenn ich auf das Viereck gehe, mit meinem Fadenkreuz entsprechend ab. Und ich brauche das Ganze natürlich nochmal hier oben. Und wir waren auf Pin 2. Das gehen wir dann hier dran. Und wir vergeben hier ein neues Netzlabel mit C. Das soll dann unsere B-Leitung sein für die RS485-Schnittstelle. Auch die legen wir wieder ab. Mit C kopieren wir entsprechend an die notwendigen Stellen. Und ihr seht schon, ich erspare mir jetzt hier eine aufwendige Verdrahtung von hier drüben von den Konnektoren an das entsprechende Board. Ja, so geht man weiter vor. Der nächste Schritt wäre dann hier mit Taste W, Wire-Modus, diese beiden Pins zu verbinden. Das sind die beiden Pins, die nötig sind, um die Sende-Empfangsumschaltung durchzuführen. Auch hier gehe ich wieder mit Wire nach drüben, lege das hier mal ein bisschen ab und kann jetzt hier vom Arduino Nano, ich habe mich entschieden, den Pin 2 als Sende-Empfangsumschaltung zu nutzen, einfach hier drauf gehen. Ihr seht hier schon das Netzlabel. Ich wähle das mal an. Und mit der Taste C kopiere ich mir das und lege das entsprechend hier ab. Damit erspare ich mir die gesamte Verdrahterei. Dann können wir hier wieder in den Wire-Modus wechseln. Wir ziehen mal noch beispielhaft hier RX und TX an die Pins. Na, Doppelklick. So. Hier würde ich jetzt einfach weiter vorgehen, dann entsprechend TX und RX an die jeweiligen Pins zu verfrachten. Und genauso gehen wir dann hier mit unseren Relais vor. Und ich werde dann hier unten nochmal die Konnektoren belegen. Auch das werde ich euch dann noch zeigen. Ich mache jetzt erstmal weiter. Zu dem nächsten wichtigen Punkt. Ihr kennt jetzt das Vorgehen, wie ihr das hier entsprechend verdrahtet. Ich empfehle, wie gesagt, hier nicht Drähte zu ziehen. Das wird ganz schnell, ganz unübersichtlich, sondern hier wirklich exzessiv mit Netzlabeln zu arbeiten. Ich mache eine kurze Pause, mache hier mal eine weitere Verdrahtung und wenn es dann wieder wichtig wird, melde ich mich zurück. Danke erstmal für die Aufmerksamkeit bis hierher. So.
Hier bin ich wieder zurück. Also soweit hier erstmal alles einigermaßen verdrahtet. Ich habe hier noch ein paar Bauelemente eingeführt. Das sind hier unten die Widerstände und die Dioden. Wie gesagt, über die Taste A, dann mit D auf Diode. Ich zeige es hier nochmal kurz mit D für Diode. So, 4 für Diode. Mit OK auswählen kann ich die eine Diode jetzt hier platzieren. Mit der Taste R kann ich die ganze Sache entsprechend rotieren und dann passgenau platzieren. So, die lösche ich hier wieder raus. Das hier nur kurz gezeigt. Das gleiche gilt hier für R. Mit der Taste A und R wird ein Resistor eingefügt und kann dann entsprechend auch wieder hier über R mit rotieren platziert werden. Ja, ich habe hier einmal ein Wire ein bisschen zu lang gemacht. Wie kürzt man sowas ein? Ich könnte das jetzt löschen und neu ziehen. Bewegliches Verschieben macht man mit der Taste G, wie Gustav. Und wenn ich hier vorne in dieses Viereck mit meinem Cursor reingehe und dann die Taste G drücke, kann ich also diese Leiterbahn verschieben. Ihr seht auch, hier sehe ich jetzt einen Schräglauf der Leiterbahn. Deshalb Vorsicht mit dem Verschieben von G. Ihr könnt euch da schnell mal den ganzen Schaltplan zerstören, denn dieses Schrägschieben führt dann auch dazu, dass zum Beispiel hier automatische Konnektoren gesetzt werden. Also da ein bisschen Vorsicht machen, aber hier mal nur gezeigt, ein kurzes Zurückschieben. Wir brauchen hier noch den Pin 13, den Clock vom SPI-Bus. Auch hier gehe ich wieder in mein Nano. Über die Taste C wird kopiert. Wir sehen auch hier wieder, dass es verkehrt rum ist. Mit Rotate drehen wir das Ganze und legen entsprechend auf den Pin ab. Und damit ist unser Konnektor hier sechsfach belegt, also die vier SPI-Busse. Inklusive 5 Volt und Ground, sowie die 4,7 Kilo-Ohm Abschlusswiderstände, die wir dann gleich noch beschriften werden. Ja, dann haben wir hier drüben die Eingänge und Ausgänge. Hier seht ihr mal den Vorteil, das möchte ich euch zeigen, den Vorteil von einem Netzlabel. Ich kann jetzt hier auf dieses Netzlabel gehen und mit der Taste M für Move dieses Netzlabel hier nach oben verschieben. Das gleiche tue ich hier mit dem Out 2. Auch das kann ich hier verschieben. Lege das also hier entsprechend um und positioniere hier meine Netzlabel neu und habe jetzt also die Pins entsprechend anders belegt. Das hat eben den Vorteil, dass ich das hier so schnell mit diesem Move machen kann. Wäre das jetzt hier eine Festverdrahtung hier unten auf den Connector, müsste ich jetzt hier erst die Drähte weglöschen und dann entsprechend neu ziehen. Mit solchen Netzlabeln halte ich mich also wirklich sehr, sehr flexibel. Ja, dann gehen wir nochmal hier oben drauf, nochmal kurz gezeigt. Button A, hier drüben rechts, Netzlabel hinzufügen, hier oben anklicken und wir nennen das Ganze dann Out 1. Das ist unser letztes Netzlabel hier für die Relais. Wir legen das hier ab mit der Taste C, nochmal kopieren, hier nach unten zum Connector, mit R rotieren, ablegen und damit sind hier unsere Konnektoren richtig belegt und auch unsere Relais. Was wir jetzt noch brauchen, sind hier die beiden Plus-Spannungen, die dann hier von unserem Eingang kommen und direkt geschaltet werden. Auch hier wieder kurz anlegen und dann haben wir hier einfach in Plus. Moment, machen wir es richtig. 3 Plus, um hier die richtige Bezeichnung zu haben. Auch das legen wir hier einfach ab mit der Taste C. Ziehen wir das Ganze hier rüber, dann haben wir hier in 3 plus und können das hier entsprechend ablegen. Und jetzt brauchen wir hier noch den letzten Eingang. Ich kann hier wieder auf den Draht gehen, solange ich im Netzlabelbetrieb bin. In 1 plus wird das automatisch hier mit an den Draht unconnected und verbunden. Auch hier kann ich jetzt wieder mit der Taste C verschieben und lege das Ganze hier rechts ab. Damit ist unsere Schaltung erst einmal soweit verdrahtet und den nächsten Schritt zeige ich dann gleich.
Nun müssen noch die Bauteilwerte zugewiesen werden. Das sind hier immer diese Feldwerte. Wir gehen mit dem Cursor auf den Feldwert und mit E kann ich jetzt hier meinen Feldwert eintragen. In dem Fall 4,7 Kiloohm. Mit OK bestätigen. Mit der Taste M kann man hier den Wert dann frei bewegen, mit R wieder rotieren und entsprechend ablegen. Dazu ein kleiner Hinweis. Unter den Einstellungen allgemeine Optionen im Reiter bearbeiten findet ihr hier die Position Textfelder automatisch platzieren. Und ich möchte kurz zeigen, wie sich das auswirkt. Mit A gebe ich hier mal einen Widerstand hinzu. So, jetzt ist Text Autoplatzieren ausgeschaltet und der Feldwert und der Bezeichner werden entsprechend senkrecht dargestellt, so wie sie auch im Schaltplan-Symbol hinterlegt sind. Und wenn wir das jetzt umschalten, kann man hier automatisch Platzieren einschalten. Ich positioniere nochmal einen Widerstand und hier wird automatisch dann senkrecht eingestellt. Und wer das auch nicht mag, der kann jetzt hier noch ein bisschen Feintuning vornehmen, und zwar das Ausrichten am Raster ausschalten. Auch das schalte ich einmal aus und füge nochmal einen Widerstand hinzu. Und wir sehen den Unterschied zwischen diesen drei Einstellungen, die dort mit diesen Häkchen eingestellt werden. Ja, da kann man sich das dann wie nach Geschmack einrichten, wie man das möchte, und so entsprechend arbeiten. Als nächsten Schritt empfiehlt es sich, hier unseren Schaltplan etwas zu segmentieren, einige Sektionen einzurichten. Und dazu gehen wir hier unten rechts auf grafische Linien und Polygone und können jetzt mal hier eine grafische Linie ziehen. Automatisch eingestellt ist hier diese gestrichelte Linie in Blau. Das kann man natürlich auch umstellen und mit Doppelklick dann entsprechend ablegen. Na, komm her. Und so kann man hier seinen Schaltplan in verschiedene Bereiche einteilen. Und mit dieser Einstellung ist es dann möglich, hier auch den Schaltplan, wie gesagt, einzustellen und ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Das ist eigentlich jetzt der vorletzte Schritt und wir führen jetzt die Annotation durch. Bitte aufpassen beim Annotieren. Ich hatte es bereits schon mal in einem der letzten Videos erwähnt. Bitte nur einmal annotieren und dann die Annotation nicht mehr löschen, sondern nur noch dazu annotieren, wenn man jetzt Bauteiländerungen oder Schaltplanänderungen vornimmt. Noch ein kurzer Hinweis, bevor wir annotieren, fällt mir gerade an dieser Stelle ein. Ich kann auch hier noch grafischen Text einfügen, also nicht nur einen grafischen Linienzug, sondern auch den Text, und könnte dann hier auch noch einen Text einfügen, so wie das hier oben zu sehen ist. Das spare ich mir. Dann kann man sich austoben, um seinen Schaltplan deutlich übersichtlicher zu gestalten. Wie gesagt, warum arbeite ich auch nicht mit Wire? Wire, eben wie gesagt, die werden automatisch benannt und es findet sich dann eben das Netz schwerer, und hier durch diese Benennung, zum Beispiel mit IN1 Plus oder OUT 3 etc., sind dann auch im nächsten Schritt die Netze leichter zu finden und der ganze Schaltplan wird übersichtlich. So, aber nun zur Annotation. Wir annotieren. Hier brauchen wir im Prinzip keine Einstellungen vornehmen. Die Standardeinstellungen sind soweit richtig. Und wie gesagt, hier bitte nicht die Annotation löschen. Ich hatte es ja schon im vorherigen Video gezeigt. Wir annotieren und damit ist unser Schaltplan annotiert und wir sehen jetzt hier unten R1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und auch die Bauteile sind entsprechend bezeichnet mit K1, 2, 3 etc. Ja, nochmal ein Hinweis, auch an dieser Stelle, ich hatte es bereits schon erwähnt, auch hier mit diesen 0 Ohm Widerständen kann man sich also
Drahtbrücken für Leiterbahnen bauen. Der nächste Schritt ist dann der elektrische Rule-Check. Und den werde ich jetzt starten. Da werden eine ganze Menge Meldungen kommen, denn wir haben noch keine Powerflex vergeben, noch keine Spannungen zugewiesen. Und ihr seht, ihr habt jetzt dieses Fehlerfenster gesehen. Und wenn ich das schließe, sehen wir jetzt hier überall eine ganze, ganze Menge von grünen Pfeilen, die uns Fehler anzeigen. Und als erstes hier natürlich der Fehler V-In. Und wenn ich jetzt hier nochmal das Fenster öffne, sehen wir dann also, werden hier die gesamten Fehler angezeigt. Unter anderem auch die Spannungsversorgungen und die Powerflex. Ich werde jetzt das soweit erstmal beheben und werde dann auf einige spezielle Sachen hier mit dem Powerflex und der Spannung eingehen. Und dann werden wir auch sehen, dass unser ERC-Check gleich seine Fehler verliert. Die meisten Fehler sind jetzt beseitigt. Einige habe ich noch da gelassen, um die euch zu zeigen. Und zwar einmal hier keine Verbindungspin. Wir haben hier eine 3,3 Volt Spannungsausgang vom Arduino, aber dieser Pin 14 hier ist nicht als Spannungsausgang definiert. Daher weiß KiCad jetzt nicht, dass es sich hier um einen Spannungsausgang handelt, und hier ist aber das Symbol für 3,3 Volt als Spannungsversorgung angegeben, und deshalb fragt KiCad jetzt nach. Und um KiCad jetzt mitzuteilen, dass es sich um eine, dass das alles seine Richtigkeit hat, öffnen wir hier Spannungsquelle hinzufügen, klicken da einmal und fügen ein Powerflex General dazu. Das ist auch dieses Powerflex, um was sich immer in den Foren gedreht wird, wenn diese berühmten Fehlermeldungen auftauchen. Und wenn ich das jetzt hier verbinde, oh, das ist nicht schön platziert, mit Move setzen wir das mal hier um. So, und wenn ich das jetzt hier verbinde, dann können wir den ERC-Check nochmal laufen lassen. Und wir werden sehen, zack, auch dieser Fehler ist hier verschwunden und auch unser Fehlerfile ist entsprechend verschwunden. Dann sehen wir hier eine ganze Menge, vielleicht sieht man es etwas besser jetzt hier, solche blauen Kreuze. Auch hier waren Fehlermeldungen, das ist auch hier noch eine vorhanden. Und zwar bemängelt KiCad alle Pins, die nicht belegt sind, die also nicht mit anderen Pins verbunden sind. Und hier beim Arduino Nano brauche ich halt diese Pins im Moment nicht. Deshalb hier drüben keine Verbindungssymbol anklicken und wir legen das hier über die 3 ab und lassen wieder unseren Rule-Check laufen. Und wenn ich jetzt hier starte, verschwindet der Fehlerfile und die Sache geht für KiCad dann in Ordnung. Als nächstes hier Doppelklick Pin verbinden, haben wir hier nochmal die 5 Volt. Das ist jetzt hier die 5 Volt vom Arduino, beziehungsweise hier drüben dann an dieses RS485 Board mit herübergezogen. Ich hatte das vom Arduino hier nach drüben kopiert, die 5 Volt Versorgung, denn die möchte ich über den Arduino versorgen. Und ich brauche also auch hier wieder ein Powerflex, weil dieser Pin eben nicht als Spannungsausgang deklariert ist. Diese beiden Pins sind also hier, gehören hier zusammen. Ich spare mir das jetzt, das hier rein in die Ecke zu klatschen. Ich mache das hier drüben, bleibt sich aber gleich im selben Netz. So, dazu wieder Spannungsquelle hinzufügen und wir setzen unser Powerflex hier dazu. Verbinden das Ganze mit W wie Wire hier auf den Powerflex, lassen wieder unseren ERC-Check laufen. Und siehe da, es sind alle Fehlermeldungen beseitigt. Und erst jetzt sollte man auch wirklich damit anfangen, die Footprints zuzuweisen im KiCad. So, ich zeige es auch nochmal hier drüben. Auch hier mit der 12 Volt Versorgung, die dann über den Spannungswandler geht. Auch hier wieder genau das gleiche. Wir brauchen hier das Powerflex, denn KiCad weiß nicht, dass diese Konnektoren hier als Spannungsquelle oder als Spannungsversorgung genutzt werden sollen.
hier auf dieser Seite am Spannungsausgang vom Stepdown-Regler taucht diese Fehlermeldung nicht auf, eben weil diese beiden Pins hier als Spannungsausgänge definiert wurden in den Pin-Einstellungen beim Erstellen des Schaltplansymbols. Abschließend kann man jetzt noch einmal sich alles anschauen und kann hier in dieser Tabelle unter, ich zeige es nochmal, unter Werkzeuge Symbolfelder bearbeiten, kann man sich jetzt hier nochmal zentral für seinen gesamten Schaltplan die Bezeichnungen anschauen lassen für die einzelnen Schütze hier. Man könnte sie jetzt hier auch theoretisch nochmal ändern. Man kann auch nochmal hier die Bezeichnung der Konnektoren ändern oder hier die Bauteilwerte, die werden dann auch im Schaltplan geändert, falls man hier noch irgendwelche Fehler entdecken sollte. Das ist eine schöne Übersicht, die gerade bei großen Schaltplänen die Sache sehr, sehr übersichtlich macht, und man kann das also dann hier nochmal prüfen, ob man auch nichts vergessen hat. Wenn jetzt hier ein Symbol oder ein Bauteil nicht mit einem Wert bezeichnet wäre, dann würde hier noch das Fragezeichen drin stehen. Das würde sofort auffallen in dieser Übersicht. Auch das hilft beim Erstellen von Schaltplänen. Ja, nächster Schritt ist dann das Zuweisen von von Fußprints. Und wir sehen hier, dass jetzt die ganzen Fußprints geladen werden. Das dauert noch ein bisschen länger, denn ich hatte bei den Bauteilbibliotheken noch nicht alle deaktiviert. Lädt jetzt hier im Moment alles rein. Und wir sehen jetzt also hier unseren gesamten Schaltplan oder Bauteilinhalt, und einige Fußprints sind schon zugewiesen. Das hatte ich auch schon in vorhergehenden Videos gezeigt. Und wir benötigen jetzt hier noch einige für die Dioden und für die Widerstände etc. Ich bereite das soweit vor und zeige es dann gleich wieder. Um jetzt den richtigen Footprint für unsere Dioden zuzuweisen, brauchen wir als erstes einmal das Datenblatt. Und da schauen wir nämlich mal rein, was für ein Case das hat. Und diese 1N4004 hat also DO41 als Case. Denn hier in den Footprints werdet ihr keine Diode 1N4004 finden, sondern hier sieht man die Package-Bezeichnung oder die Case-Form, und das ist hier also DO41. Einmal hier vertikal, verschiedene vertikale Anordnungen, und dann horizontal. Horizontal gibt es zweimal mit 7,6 mm Abstand vom Körper und von den Pads und mit 10,6 mm. Ich entscheide mich jetzt hier für 10,16 mm. Die Drähte von der 1N4004 sind lang genug. Hat was mit der Montageform hier zu tun. Wenn ich hier ein bisschen höheren Abstand habe, kann auch diese Diode etwas größere Wärme abführen. Und das habe ich schon im Datenblatt gefunden. Stellt also kein Problem dar. Es ginge aber bei dieser Diode, bei der 4004, auch die 7,62. So, mit Doppelklick kann ich das jetzt hier zuweisen. Und ihr seht, hier ist jetzt der Footprint zugewiesen worden, und KiCad springt hier automatisch in den nächsten Footprint hinein. Dann machen wir mal hier weiter. Ich weise hier einfach mit Doppelklick zu, und damit kommen wir dann schon zu unseren Konnektoren. Die mache ich dann im nächsten Schritt. Da suche ich jetzt erstmal den passenden Footprint dazu raus. Für die Konnektoren habe ich mich jetzt für JST-Konnektoren entschieden. Und das sind also diese Konnektoren, Steckkonnektoren, die gibt es in verschiedenen Ausführungen beim Chinesen um die Ecke. Da sind sie auch recht günstig. Es gibt schon welche, die sind hier auch vorbetratet, beziehungsweise man kann sie mit entsprechend Zange krimpen und benutzen. Und die sind also wirklich sehr, sehr gut, können in der Regel 3 Ampere auch an Leistung ab. Und das ist in der Regel auch ausreichend für die Projekte, die ich so durchführe. Auch hier wieder, wir werden hier bei diesem Connector unter Connector JST finden wir sie dann. PH-Form ist diese, PH ist die Bauform, und hier muss man dann nur noch aufpassen auf die, auf wie viele Pins das sind, in dem Fall hier 4 für unsere 4
poligen Konnektoren und 6 dann für den 6er. So sieht das dann im Schaltplan aus, auf der Platine aus. Und ich kann jetzt hier das auch wieder mit Doppelklick zuweisen. Und hier jetzt aufpassen, dass man mit Doppelklick nicht zu schnell annotiert. Und wir gehen hier auf einmal 6. Wenn ich hier nochmal drauf gehe, zeige ich es nochmal. Sehen wir hier den Footprint dann mit 6 Pins. So würde der dann oder wird er dann auf der Platine aussehen. Ja, die Widerstände, da nehmen wir hier ganz stinknormale 1206er. Und da passen wir mal auf, das möchte ich euch dann auf der Platine zeigen, hier für Handsolder. Das ist also die SMD-Reihe 1206 Handsolder. Und auch hier weisen wir direkt zu, auch für unsere 0 Ohm als Lötbrücken. Und damit ist jetzt alles mit Footprints zugewiesen und wir können hier entsprechend abschließen und könnten jetzt als nächstes oder werden als nächstes jetzt die Netzliste erstellen. Ihr seht schon hier oben an diesen Buttons, dass ich mich hier von links nach rechts durchgearbeitet habe. Wir erstellen jetzt eine Netzliste, ganz normales KiCad-Format, Netzliste erstellen. Hier im Tutorial-Ordner wird die dann mit abgespeichert. Und damit bin ich am Ende von meinem nächsten Video angekommen. Hier zum Schaltplan zeichnen. Wenn ihr Fragen habt, stellt es bitte unten in die Kommentare rein. Auch wer Wünsche hat für Videos, die wir nochmal machen können, dann schreibt mir das in die Kommentare und ich werde dann versuchen, das nach bestem Wissen und Gewissen für euch zu erstellen. Das soll es an dieser Stelle dann mal gewesen sein und als nächstes werden wir uns dann der Platine zuwenden. An dieser Stelle vielen Dank und schönen Abend.